Habt ihr Freunde erkannt? Mehr Freunde habt ihr mit ein bisschen Deutsch. Auf Wiedersehen. Nene fanden wir alle toll. Wir waren alle verliebt in Nene, ja. Klar. Und wir fanden das ganz toll, dass sie nicht sie unrasiert war unter die Ärmel. Das war für außergewöhnlich für uns. Wirklich? Ja, also alle Jungs waren das, wow, look at that man. She's not shaved under her arms. That was something very continental. John Barry Dyke stammt aus dem australischen Melbourne. Heute lebt er in Berlin und tritt gemeinsam mit Bands wie Nena und Kraftwerk auf. Der 45-jährige Musiker ließ sich bei seinen Songs von deutschen Sprachvideos der 70er Jahre inspirieren, die er sich am Goethe-Institut auslieh. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Berlin. Ach nee, sind Sie Berlinerin? Ja, ich bin Berlinerin. Und Sie? Woher kommen Sie? Ich komme aus Melbourne. I'm a Melbournian. Oh, wie schade. Ich tanze gern. Gehen Sie oft tanzen? Tanzen. Tanzen gehen. Es gab diese 70er Jahre Deutschsprachkursvideos, die hießen Kontakte. Und die habe ich mir alle geliehen. Dann habe ich mir in mein Wohnzimmer gesetzt bei. War mitten im Sommer bei 35 Grad, die Vorhänge zugemacht, Video reingesteckt und mir dann selbst von dieser teilweise lustigen Darstellung von Deutschland mir selbst Deutsch beigebracht. Ja. Es gab eine Kapitel zum Beispiel, was man in seiner Freizeit machen kann, zum Beispiel schwimmen gehen, wo kann ich hier schwimmen gehen oder tanzen gehen. Oder es gab eine Kapitel, der erzählte über Wellenanlagen, das ist in Deutschland eine Bademeister gibt und der schaltet dann die betätigte Schalter und diese Wellen werden aktiviert und das war für mich eine abgefahrene Vorstellung als Australier, dass es jemanden gibt, der die Wellen anschaltet. Und daraus wurde auch später ein Lied bei Dyke. Die Wellenanlage wird angeschaltet. Wir bitten alle ungeübten Schwimmer in den flachen Teil zurückzuschwimmen. Ist alles in Ordnung? Alles ist in Ordnung. Konzerte sind zwangsläufig wie in einem Deutschsprachkurs, weil die sind ziemlich dadaistische, repetitive Textelemente auch vom Sprachvideos. Der Autodidakt hat mit seinen gesampelten Sprachvideos Karriere gemacht. Für das Goethe-Institut gibt er inzwischen in vielen Ländern Sprachworkshops für Jugendliche und wird dort wie ein Star empfangen. So, habt ihr schon ein Thema? Flirten. Tanzen. Flirten. Flirting. Und tanzen. Flirten und tanzen, das ist super. 1, 2, 3, 4. Wir können tanzen, wir können flirten, wir können uns zu Hause treffen. Go, jetzt mit mir Gas. Man arbeitet 2 Stunden mit den Schülern oder Studenten und die merken gar nicht, dass die sich mit der deutschen Sprache befassen. Weil die sind dann so involviert in Texte schreiben oder übersetzen oder Musik machen oder eine Melodie machen, dass die das gar nicht so mal wahrnehmen, dass sie sich 2 Stunden mit der deutschen Sprache befassen. Und manchmal kriegt man wirklich Gänsehaut, was da für Texte bei rauskommen. Ja.